Katastrophal. Das steht einfach so, das könnt ihr verwenden für die deutsche Geschichte, die italienische, die österreichische oder unsere Bargeschichte. Alles katastrophal gelaufen. Hallo, ich bin Daniel, wir sind im Restaurant zum Mond. Wir servieren hier regionale Küche. Das ist ein Restaurant, was ich mit drei Freunden führe, die ihr heute alle kennenlernen werdet. Wir versuchen, möglichst gut und viel aus der Gegend zu kriegen. Wild, Gemüse, Kartoffeln und so weiter. Ihr seid herzlich willkommen, ich stelle mal das Team vor. Hier ist die Eva, unsere beste Kraft an der Theke. Und hier ist der Birk. Mitinhaber, Koch und Seele des Ladens. Ich fange jetzt mit dem Milchzicklein an, das Daniel organisiert hat, von einer Bekannten aus der Uckermark. So, das ist Milchzicklein Rücken mit Senf mariniert. Super lecker, super zart. Die Produkte, auf die wir Wert legen, ist eben Fleisch aus der Umgebung, Fisch aus der Umgebung, Gemüse aus der Umgebung, so den Dreh hat das. Sascha und ich, also Apparat und ich, wir arbeiten schon sehr lange zusammen und haben uns überlegt, mal was in Berlin zu machen. Und haben dann den Berg am Schlawittchen gepackt und haben ihm ein regionales Konzept sozusagen. Also Küche aus der Region, Essen aus der Region. Und Berg fand's gut. Ich habe noch meinen Freund Matthias eingebracht als täglicher Geschäftsführer und so stehen wir jetzt hier ein halbes Jahr später und es läuft ziemlich gut. Oh, super. Hier. Guten Appetit. Lecker. Super. Gut. Ja. Toto Oma ist ein Gericht, das kommt aus der Umgebung von Berlin. Das ist eine Blutwurst, die im Kartoffelteig gebacken wird. Die Blutwurst kriegen wir von einem Metzger aus Neukölln, der darauf spezialisiert ist. Die Kartoffeln kommen aus der Uckermark und das Ganze wird dann auf Äpfeln karamellisierten serviert. Und war wohl ein Nachkriegsgericht. Wie der Name zustande kommt, weiß ich nicht. Es ist relativ makaber, wenn man sich genauer vorstellt, ja. Den Laden hier gibt es schon ziemlich lange, der ist früher zur Haltestelle, weil die Haltestelle direkt da ist. Dann hieß er Ikos im Kreuzberger Osten und wir haben ihn im März übernommen und zum Mond drauf gemacht. Wir haben versucht, den schönen Tresen zu bewahren und die Holzvertäfelung verdunkelt. Wir haben es grün gestrichen. Dieses Bild übrigens hat unser Koch gemalt. Wir kommen jetzt zu was ganz Tollem. Die Pilze kommen aus dem Pilzgarten Zepernick, der Sorten züchtet, die schwer zu züchten sind. Ästiger Stachelbart, igliger Stachelbart, Shiitake, den es hier eigentlich nicht gibt. Das ist erfreulich, einen solchen Pilz frisch verarbeiten zu können. Und davon werden wir jetzt ein Risotto basteln. Auf geht's! Wir legen neben regionaler Küche auch Wert auf vegane Küche, um viele Leute an einen Tisch zu bekommen, die dann vielleicht über dieses regionale und nicht um die Welt geflogene wieder zusammenfinden, Fleischesser und Veganer. Dieses Risotto wird vegan. Wir ziehen jetzt weiter. Der Berg muss natürlich hier bleiben, weil er muss noch kochen. Heute ist ganz normaler Betrieb. Aber mein Freund und Mitinhaber Matthias kommt mit. Und unser gemeinsamer Freund Jens, der unsere ganze Grafik macht, vom Logo bis zur Karte. Und wen wir noch mitnehmen, ist unser Freund Trester. Das ist ein deutscher Schnaps, also ein Grappa. Auf Traubenbasis und das ist unsere beliebteste Spirituose hier im Laden. Wir fahren jetzt ins Hartweizen, da sitzt der Sascha, unser vierter Mann im Inhaberboot. Sascha ist auch wie alle anderen ein guter alter Freund von mir, auch bekannt als Apparat. Der sitzt da hoffentlich schon und ärgert sich, dass wir noch nicht da sind. Sascha bzw. Saschas Freundin Elisa ist eine Italienerin und es ist ihr Italiener bei ihnen um die Ecke. So, wir haben schon ziemlich viel hinter uns gebracht. Hier ist der Sascha. Ziemlich viel gegessen oder was? Nee, getrunken. Das wird mir die ganze Zeit.
sehr gut bekannt mit Michele und Luca, den beiden Chefs. Die bestellen da auch nicht, die kommen da rein, kriegen irgendwas vorgesetzt. So war das gestern auch. Ja, ich glaube, ich habe hier noch nie richtig auf die Karte geguckt, oder? Ich sage immer nur, bringt uns irgendwas, oder? Perfekt. Das ist ein schönes Fell in der ersten Mal, ein paar Speise. Was gab es überhaupt? Ja, wir haben irgendwie so gemischte Vorplatten gekriegt, also ich weiß nicht, 6-7 Teller. Das ist die Tafelspitzsalate mit Puntarelli alla Romana. Auf Deutsch kann man sagen Löwenzahn, ne? Dann karamellisierte Käse. Ich habe sehr, sehr leckeren Tintenfisch mit Linsen gegessen. Das ist mir auf jeden Fall noch im Kopf geblieben. Tintenfisch, Linsen, sehr gute Mischung. Die sind sehr, sehr nett, süße Leute. Der Laden läuft gut. Das ist halt so richtig Mitte, Torstraße, großer Laden. Anders als hier bei uns. Ich persönlich habe irgendwie das Gefühl, dass ich immer überall bin, aber sehr selten irgendwas in Berlin mache. Und es ist irgendwie ein gutes Gefühl, irgendwie auch mal an einer Stelle zu sein und da was entstehen zu lassen. Und da haben wir uns einfach zu viert entschlossen, den Mond zu starten. Der Sascha bleibt zurück, der muss morgen ganz früh arbeiten. Dann sind wir weiter ins Austria gefahren. Und zwar mehr auf Hinblick von, was gibt es in Berlin schon ganz, ganz lange? Wo waren wir vor 15 Jahren essen? Nicht, wo waren wir gestern essen? Das war dann so ein bisschen die Idee. Ich könnte jetzt vor Kamera meine 5 besten Ideen, wie man reich werden wird. Eine Idee wäre schwule Zigaretten. Cigarettes. Geil. Idee Nummer 2, das Bob Marley Musical. Das Internet für Alte. Denk mal 10 Jahre, 20 Jahre voraus. Das Internet für Alte gibt richtig viel Geld. Halbe Zigaretten. Eine ganze Kippe schaffe ich gar nicht mehr. Bin ich zu nervös für halbe Zigaretten. Bei der 5. Idee, da bin ich so von überzeugt, beziehungsweise ich arbeite schon dran, dass ich die jetzt hier für das schnöde Weißpublikum nicht freigeben kann. Wir sind jetzt hier in Kreuzberg angelandet, im Bergmann-Kiez. Kann man so sagen? Ja, im Austria. Und wir gehen jetzt zum Austria. Weil wir so Bock gerne auf Schnitzel haben. Schnitzel. Ja. Aber Freunde von uns sitzen schon da. Also das Schnitzel gilt angeblich als das beste Schnitzel der Welt. Von Berlin. Und da habe ich dann zum ersten Mal Bodo, den Chef, kennengelernt, der seit 47 Jahren das Austria führt. Habt ihr die Zigaretten aus? Weil die Kamera kommt jetzt. In jeder guten Küche wird geraucht. Naja, das ist unser Wiener Schnitzel schon seit 21 Jahren. Und wie soll ich sagen, damit sind wir groß geworden. Und ich weiß nicht, wie viele Kälber da das Leben lassen mussten. Aber es sind einige. Das war ein riesengroßes Schnitzelblatt sozusagen und ich glaube, besser kann man Schnitzel nicht machen. Jens, bist du zufrieden? Ich bin total zufrieden. Fantastisch. Also wir haben jetzt getroffen, Maike und Sophie beim Schnitzel und jetzt kamen wir weiter. Der Chef unter den Chefs ist der Berg, der Koch. Und der hat hier einen Laden um die Ecke. Ein ganz alter Freund von uns, der Dragan, der hat uns auch geholfen, das wunderschöne Woltersbier hier in den Laden zu kriegen. Und dann sind wir noch in seinen Laden gegangen, das BKK. Das ist so ein alter, guter alter Berliner Kreuzberger Fußballgetränkeladen, würde ich sagen. BKK ist so ein ganz ehrlicher Kreuzberger. So, nee, wenn wir mal ehrlich sind, wir wissen es gar nicht. Das ist einfach der Laden. Das ist einfach der Laden von unserem Koch. Der geht da jede Nacht hin. So. Und Dragan ist ein super Typ, den kennen wir auch. Und wir freuen uns jetzt zum ersten Mal da zu sein. Also der Matthias ist nicht mit ins BKK gegangen, weil wenn der Berg da ist, muss der Matthias hier den Laden schmeißen.
Der Dragan ist ein sehr süßer, guter Freund von uns, der auch sehr oft ist, der uns hier geholfen hat und der immer zur Rate steht. Und deswegen war das gut, bei ihm auch vorbeizugehen. Ich komme gerade aus dem Mond die Straße runter und bin jetzt auf dem Weg in die Kneipe, in der ich dann meistens meine Feierabende verbringe. Wir haben damals Hühner gebraten, mit, ja, ganz böse. Ja, ganz böse. Er war das. Mit was? Mit Diesel oder was weiß ich? Nein, es war Benzin. Es war Benzin, ja. Hat aber geklappt, ja. Hat geklappt, ich hab's gerettet. Ja. Er hat so gerettet. So haben wir uns kennengelernt. Ja, ich nehme mal einen Wolters, ja. Also der Rest der Gruppe ist schon vorgegangen in den Mond, beziehungsweise musste in den Mond landen, weil wir haben ja Gäste. Und wir haben jetzt neue Gäste und wir gehen jetzt zu den anderen im Mond. Wir gehen in den Mond zu unseren Freunden. Wir werden ein Lammragout essen. Eine Forelle, ja. Bitte. Du wirst eine Forelle bekommen. Bitte. Ja, alles gut, alles gut. Und dann sind Berg und ich mit euch zurückgekrochen hier in den Mond, wo wir den Matthias wieder getroffen haben. Und ich habe das Gefühl, dass der Matthias hier noch irgendwo ist, vielleicht im Keller oder so. Wir können nur das haben, was wir haben. Und zwar haben wir dieses Kameruner Lamm. Das Kameruner Lamm ist eine Kreuzung aus einem Wildschaf gepaart mit einem Hausschaf, die eine exquisite Textur des Fleisches gewährt. Textur. Also ich sag's mal andersrum. Wir haben ein Lamm hier aus der Region. Und das Kamerun bezieht sich nicht auf Kamerun, das Land, sondern es ist eine Rückzüchtung. Das ist ein neuer Trend. Also das Kamerun-Lamm ist eine, wie Daniel gesagt hat, Rückzüchtung von einem Muffel, was ein Wildschaf ist, hin zu einem Lamm aus Kamerun. Wir sollten vielleicht einfach anfangen zu kochen. Dieses Lamm kommt aus der Uckermark. Wir haben ein paar Leute eingeladen und noch einen Lammtopf gemacht mit Pasta, also der Berg hat's gemacht. Riecht gut. Riecht mal, doch. Wir haben sehr viele Drinks noch genommen und ja, ich bin der Einzige, der jetzt wieder steht, würde ich sagen. Das ist, ich weiß nicht, aus Weißsicht vielleicht ein gutes Fazit aus meiner Sicht. Ich habe noch, glaube ich, 14 so Abende in meinem Leben noch gut und das war's dann. So, ich habe hier gebratenen Zander auf Blattspinat mit Kartoffeln und Zitronenaromen für den Gast des Abends. Der Mann hat Geburtstag, ein Geburtstag. Wow. Okay.